der Volksmusik. Live aus Österreich, aus der Messehalle in Dornbirn. Präsentiert von Carmen Nebel. Guten Abend. Aber schön. Vielen, vielen Dank. Das ist ein schöner Empfang. Ich freue mich über diesen Applaus diesmal ganz besonders. Denn, meine Damen und Herren, seit einigen Jahren schon, nein, es gibt die Feste, aber seit über einem Jahr, da werden unsere Feste auch als Eurovisionssendung in Österreich übertragen. Und heute Abend wird zum ersten Mal ein Fest aus Österreich übertragen. Wir sind hier zu Gast in Dornbirn in der Messehalle. Und ich sage ganz herzlich willkommen und guten Abend, Österreich. Was soll ich Ihnen sagen? Ich freue mich natürlich ganz besonders, dass mit diesem Herbstfest jetzt endlich diese lange Sommerpause vorbei ist. Und ich freue mich, dass ich heute Abend Gelegenheit habe, hier in Österreich ein paar Probleme zu lösen, die wir in den letzten Wochen und Monaten in Deutschland hatten, als wir nicht eine Sendung hatten. Tja, also gab allerlei Probleme. Unser erstes ist zum Beispiel unser berühmtester Schlagerkomponist Ralf Siegel. Ja, weiß nicht, ob Sie den kennen, aber bestimmt. Dem ist ja der Spaß vergangen, ne? Das heißt, genauer gesagt, Nadel ist gegangen. Und dabei wollten die beiden ja heiraten, ne? Die haben ja sogar von einem gemeinsamen Kind gesprochen. Und jetzt ist er ganz alleine. Also uns tut er ja ein bisschen leid. Wir würden ihm gerne helfen, würden ihm gerne eine Frau finden. Hätten Sie vielleicht zu Hause eine Idee, wer zu ihm passen könnte? Oh nee, ich habe eine Idee. Mensch, wir haben ja Frauen heute hier. Meine Damen in Dornbirn, wer möchte Ralf Siegel heiraten? Melden Sie sich mal. Wer möchte Ralf Siegel heiraten? Ehrlich? Sie möchten Ralf Siegel heiraten? Ganz im Ernst? Ja, warum nicht? Gefällt er Ihnen? Ja, sehr. Was gefällt Ihnen denn an Ralf Siegel? Er spricht mich sehr als Mensch an und mir gefällt die Musik, die er macht. Aha. Und Sie wissen auch, dass der so 3,50 Mark locker in der Tasche stecken hat, ne? Geld spielt bei mir keine Rolle, der Mensch ist wichtig. Ralf Siegel, haben Sie das gehört? Wir haben eine Frau für Sie. Gucken Sie mal. Wo sind Sie her? Aus Zürich. Aus Zürich? Mensch, die Schweiz, das ist überhaupt gut fürs Geld. So, das Problem hätten wir eigentlich schon fast geklärt, wenn das so weitergeht. Das ist ja toll. Unser zweites Problem, was wir da hatten in Deutschland, meine Damen und Herren, wir haben alle gerätselt, wie David Copperfield das gemacht hat, dass er die Lottozahlen vorausgesagt hat. Aber ich kann Ihnen sagen, das ist nicht so schwer. Das ist sogar ziemlich einfach, weil das kann ja sogar ich. Aber ich kann im Gegensatz zu David Copperfield diese Lottozahlen sogar vor der Ziehung sagen. Sie müssen sie mitschreiben, wenn Sie wollen. Sie auch, wenn Sie einen Zettel haben und einen Stift, können Sie mitschreiben. Ich sage Ihnen jetzt die Lottozahlen. Los geht's. Konzentrieren. 5, 8, 12, 17, 21, 23 und das war's. Ja. Haben Sie alle mitgeschrieben? Ich meine, wann die gezogen werden, das kann ich Ihnen nicht sagen, aber irgendwann bestimmt. Das ist ein Angebot, ne? So, und unser drittes Problem, aller guten Dinge sind ja drei. Meine Damen und Herren, es gibt keine Saalwette mehr. Na, ich habe mich ja vielleicht erschrocken. Mir war gleich der ganze Samstag verhagelt bei Wetten, dass. Keine Saalwette, das kann man doch mit uns nicht machen. Da habe ich mir gedacht, da muss irgendwas passieren, wette ich mit Ihnen. Ja? Also, ich wette mit Ihnen, meine Damen und Herren, dass es die Österreicher heute nicht schaffen. Hierher
in die Messehalle nach Dornbirn zu kommen mit ihren eigenen Musikinstrumenten und hier das Kufsteinlied zu spielen. Und wenn ich sage, die Österreicher schaffen das nicht, dann meine ich, wenigstens 100 sollten es sein. So, ja. Sehen Sie, die Leute klatschen, die wissen auch, dass mir das ernst ist. Das ist wirklich eine ernst gemeinte Wette. Und ich sage, eigenes Musikinstrument, Klavier oder was Sie zu Hause haben, klemmen Sie es unter den Arm, bringen Sie es her. Also wir freuen uns über alles. Ich kann Sie nur auffordern, retten Sie die Saalwette. Unbedingt. Ich weiß, was ich mache, wenn ich diese Wette verliere, also wenn die Österreicher gewinnen. Das weiß ich noch nicht so genau. Aber ich denke, da fällt mir schon noch was ein. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Aber, wie gesagt, die Wette gilt. So, welche Stars wir heute Abend hier zu unserem allerersten Fest in Österreich eingeladen haben, das weiß ich allerdings an dieser Stelle schon ganz genau. Zum Beispiel aus Prag, Karel Gott. Und diese aus Österreich, DJ Ötzi. Ich bin so schön, ich bin so toll, ich bin der Anton aus Tirol. Meine Giga schlanken Baden, sondern Wahnsinn für die Malen, meine Figur, ein Wunder der Natur. Ich bin so schlau und auch so wild, ich treibe es heiß und eisgekühlt. Rippe ich mit dem Gesäß, scheint die Hausmesser essen wollen an. Aus Italien, Albano Carisi. Schön, dass auch sie wieder da ist. Vicky Leandros. Tiroler Bergen, Hansi Hinterseer. Haben Deutschlands berühmtesten Sänger mitgebracht, Heino. Ja, ja, so laut, laut, laut lizenzieren. Wenn mein Alpen blüht, wir uns wiedersehen mit ihren rot, 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 rot Lippen, Fingers an. Ich liebe. Sie waren die Stars der erfolgreichsten Musikshow des Sommers, die Geschwister Hofmann. Ja, ja, wie gut, dass es die Musik gibt, die Schmusemusik, wie gut, dass es die Musik gibt, die Schmusemusik. Ein Lied, das dir zu Herzen geht, für sowas ist es nie zu spät, wie gut.
beste Volksmusikband, die Kastelroter Spatzen. Tränen passen nicht zu dir, viel zu schade sind dafür. Deine Augen, mein blondes Kind, sie sind schöner, wenn du lachst und mich damit glücklich machst. Glaub mir, dafür sind sie nur bestimmt. Bist du mal traurig, komm in meine Arme, dort findest du gleich wieder Sonnenschein. Tränen passen nicht zu dir, denn du bist doch, glaube mir, nur geboren zum fröhlich sein. Sie singt mit den ganz großen Opernstars dieser Welt, aber heute Abend singt sie nur für Sie, Eva Lind. Zurzeit erfolgreichster deutschsprachiger Sänger. Guten Abend, Wolfgang Petri. Augen zu und durch, Schluss aus und vorbei. Im Leben gibt's so viele zwei. Bei uns war alles voll im Leben. Da bleib ich mir doch lieber treu. Augen zu und durch, Schluss aus und vorbei. Im Leben gibt's so viele zwei. Bei uns war alles voll im Leben, da bleib ich mir doch lieber treu. Endlich ist es nun heute wieder mal so weit, viel zu lang war die Wartezeit. Aber Hund und Tier, die Nächsten gehen, die Musik und Festlichkeit. Und die Österreicher lieben Musik ja sehr, und auf Kamen, da freuen sie sich noch viel mehr. Weil so ist, drum sind wir. Meine Damen und Herren, wir haben natürlich zu diesem ganz besonderen Herbstfest aus Österreich noch viel mehr Stars eingeladen und die werden heute Abend noch für allerlei Überraschungen sorgen. Zum Beispiel drei Sängerinnen aus Deutschland, aus Österreich und aus der Schweiz. Die werden zum ersten Mal gemeinsam singen. Die haben eine CD gemeinsam aufgenommen. Es ist gar nicht so einfach, drei so unterschiedliche Solistinnen zu einem Trio zu machen. Monika Martin aus Österreich, Mara Kaiser aus Deutschland und Francine Jordi aus der Schweiz. Tja, so hört sich's an, so klingt es, dieses Drei-Länder-Trio, drei Stimmen d'Amour. Kommt vor, dein Gefühl hat kein Zuhause mehr. Und du glaubst, niemand hat dich lieb. Gib dich nicht auf, vertrau darauf, dein Herz für dich aus der Dunkelheit. Kraft der
Merkt ihr, ne? So, ihr nennt euch drei Stimmen d'amour, drei Stimmen der Liebe. Wer von euch ist verliebt? Alle, würde ich sagen, ja. Immer. Oh, immer. Ihr Glücklichen, das ist toll. Also, die Damen sind vergeben, das sei an dieser Stelle gesagt. Aber wisst ihr was? Für vielleicht alle noch nicht Verliebten, meine Damen, vielleicht finden wir ja hier in Österreich einen Dornbirnmann Mann für Sie. Hab mir sagen lassen, die Männer hier haben ja diesen ganz besonderen Schmäh. Ja? Einen ganz besonderen Charme haben die Österreicher. Ja, die sind sehr, sehr charmant. Also, weiß ich, meine Damen, geben Sie uns recht? Naja. Naja, also die Dame da, die Ralf Siebel heiraten will, die konnte ja jetzt nicht mitklatschen. Also vielleicht war es deshalb so schwach, ne? Gut. Ja, ich meine, ich kenne ja auch einige Männer aus Österreich, die sind alle sehr charmant, das muss ich sagen. Nur, ich habe immer das Problem, ich verstehe die nicht. Nee, ja, ich verstehe die so schwer. Das kann passieren. Ja. Ja, ich war schon so oft in Österreich, aber ehrlich, mit euren vielen Dialekten, das ist für unser eins eine Aufgabe. Ja. Und da hat auch ein Sprachkurs, den ich da mal mir habe geben lassen, von einer ausgebildeten Fachkraft, Sie werden es gleich sehen, nicht sehr viel dran geändert. Gucken Sie mal. Jetzt pass auf. Ja. Oh, schau, Scheich. Oh, schau, Scheich. Richtig. Ja? Müsst ihr euch vorstellen, liebe Zuschauer, ihr steht auf einem Turm oben oder auf einem hohen Wolkenkratzer und ihr schaut hinunter, 200 Meter, und dann ist dieses komische Gefühl im Bauch, man traut sich nicht hinunterzuschauen. Ja. Das heißt, oh, hinunter, schauen, hä? Schüchtern. Oh, schau, Scheich. Aha. Ganz einfach, wir oder? Wir würden da sagen, mir ist schlecht, oder? Er ärgert mich schon wieder da. Dieses komische Wort Ohrschauscheich hatte ich schon wieder vergessen. Aber wenn ich es da sehe, kann ich mich gut dran erinnern. Aber mal sehen. Vielleicht machen wir heute noch ein bisschen Nachhilfe. Der Fachmensch, die Fachkraft ist ja schon wieder da, meine Damen und Herren. Hansi Hinterseher, diesmal ist aber nicht alleine gekommen, sondern mit dem Star-Trompeter Walter Scholz.
Dankeschön vielmals. Hansi Hinterseer, ich habe schon gesagt, meine Fachkraft ist wieder. Oh, jetzt gibt es. Hey, Stevie, danke dir vielmals. Danke. Mein Fan schon seit Anfang an, ja. Sind wir dabei. Hansi, ich habe es vorhin gesehen, du hast dich an unseren Sprachkurs erinnert, unbedingt. Ja, ich habe es gesehen. Habe ich nichts vergessen, aber du bist gemerkt, sehr talentiert. Aber ich habe viel wieder vergessen, ne? Aber wenn ich an dich denke oder wenn ich dich sehe, fällt mir immer Gstiersta wieder ein. Mir fällt Gstiersta ein. Aber damit kommt man ja nicht durchs Leben. Ich kann ja nicht zu jedem sagen, er ist ein Gstiersta, das kann ich auch nicht. Soll man nicht. Nee, das kann man ja nicht machen. Pass mal auf, ich habe mir gedacht, wenn ich nach Österreich fahre, kann ich ja nicht so ganz unvorbereitet kommen, habe ich mir was gekauft. Ein Wörterbuch. Oh, oh, jetzt kommt was, jetzt kommt was. Nicht, dass Sie denken, da steht all das drin, was man in Österreich kann. Ich glaube, es ist nur eine Auswahl. Das ist nämlich sehr was klein. Was ist das, ein deutsches Wörterbuch? Ein österreichisch-deutsches Wörterbuch. Österreich-deutsch, aha. Ja. Und da habe ich mir gedacht, drehen wir das Ganze doch mal rum. Jetzt frage ich dich, ich habe so unglaubliche Wörter hier drin gefunden. Jetzt frage ich dich mal so ein paar, ob du die wirklich ins Hochdeutsch übersetzen kannst. Ich habe da meine Zweifel. Ihr habt ja, wie gesagt, so viele Dialekte. Pass mal auf. Was denkst du, ist ein Dippel? Ein Dippel? Ein Dippel. Der Dippel ist, wenn du irgendwo angestoßen bist und dir zieht so einen Pinkel auf, das ist ein Dippel. Habe ich dich erwischt, gell? Habe ich dich erwischt. Das ist eine Beule. Wir sagen dazu Beule. Ja. Eine deutsche Beule. Ja. Aha. Ich habe ja noch zwei Versuche. Zwei habe ich noch. Was ist ein Kieberer? Ein Kieberer? Ein Kieberer. Ein Kieberer, also da müssen wir jetzt nach Osten von Österreich. Ich glaube, das da? Ist es da? Im Wienerischen, glaube ich, Kieberer. Sagt man Kieberer? Ja, Kieberer ist, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Wir haben ja so viele schöne Dialekte, das ist ja das Schöne. Im Ländle, da wo wir jetzt sind, in Toderbierer, ja. Da würde man auch schwer tun. Was ist ein Kieberer? Kieberer. Red nie so lange. Sag, du weißt es nicht. Ja! Ja. Schaff's, 2-0. Ich habe noch eine Chance. Heute Nachmittag hast du mir ganz gemein gestellt. Jetzt bist du. Ich bin ja nett zu dir. Was ist ein Fidschi-Gurgeln? Was ist Fidschi-Gurgeln? Herrlich, wenn du das ausdrückst. Fidschi-Gurgeln. Fidschi-Gurgeln. Fidschi-Gurgeln, was ist das? So, sag's nochmal, ganz, ganz fein muss ich sagen. Wissen Sie was, meine Damen und Herren, der hat Spaß, mich zu quälen. Das sowieso, nein, das ist nicht, aber die Aussprache ist so lieb. Oder? Sagt sie auch, gell? Fidschi-Gurgeln. Fidschi-Gurgeln. Ich weiß es nicht. Oh, du weißt es. Du lügst. Du lügst. Nein, ich weiß es nicht. Das heißt, du kannst mich mal. Carmen, sag mal. Wie hast du es? 2-1. 2-1. 2-1. Das nehme ich gern hin. 2-1, gut. Pass auf, aber ich meine, mit 2 liegst du vorne, deswegen bitte ich dich jetzt noch mal, unser österreichisches Publikum mit deiner einmaligen, charmanten Art an unsere Saalwette zu erinnern. Bitte. Ah, ja, genau. Also ich bin mir sicher, dass das bei euch in Donbirn zu Wege kommt, im Vorarlbergerischen. Das, was hast du gesagt, dass man 100 Leute Musikanten, mindestens, ja, mit ihren eigenen Instrumenten ja. da herkommen und dann das Kufsteinlied spielen. Ja. Ich glaube schon, dass ihr das zusammenbringt, oder? Am Ende der Sendung. Leute, also, ich glaube schon, dass man das, oder? Ja, ich meine. Du musst ja eine Wette einlösen. Ja, ich wollte gerade sagen, hast du irgendeine Idee, was ich machen kann, wenn ich diese Wette verliere? Das ist nichts. Muss ich überlegen. Warte, ich hab schon was. Ich hab schon was. Kommt schon. Ja, Mann. Aber die kann ich jetzt noch nicht sagen. Das sage ich ein bisschen später. Warum kannst du die jetzt noch nicht sagen? Ich muss schon ein bisschen nachdenken, Entschuldigung. Ach so, also du denkst noch ein bisschen nach. Hm. Gut, dann frage ich dich nachher später noch. Hm? Okay, vielleicht fällt mir auch selber was ein. Hm. Wie gesagt, in der Zwischenzeit präsentieren wir unseren Zuschauern noch eine Premiere. Das heißt, eine haben sie schon erlebt, das war dieses Trio, ne? 3 Stimmen Jamur, die haben sie so auch noch nie zuvor gehört. Dann ein Duo, Walter Scholz und Hansi Hinterseer, so auch noch nie gemeinsam aufgetreten. Und jetzt erleben sie einen Solisten, den haben sie auch noch nie zuvor gesehen bzw. gehört. Er heißt Remo Francello, er ist 12 Jahre alt und er ist wirklich ein außergewöhnliches Trompetentalent. Und einer sagt sogar über ihn, er ist ein Wunderkind und das ist Walter Scholz. Jawohl. Das stimmt doch, was ich da gerade gesagt habe, ne? Ja, sie muss das wirklich bestätigen.
Ich war vor einiger Zeit im Schallbandstudio, wo er seine aktuelle CD aufgenommen hat. Und ich war einen Tag dort und habe ihn blasen gehört. Und ich muss sagen, ich war fasziniert, wie er das alles gemeistert hat. Besonders seine Höhe. Ein 12-jähriger Bub bläst das Top C, das heißt das vier gestrichene C, einwandfrei. Das war auf der Welt überhaupt noch nicht da gewesen. Und ich muss sagen, ich war so fasziniert von seinen Trompetenklängen. Und ich wünsche ihm von ganzem Herzen, dass er es schafft, den Durchbruch für sein Publikum hier. Jetzt sind wir alle neugierig. So, reden kann man ja viel und geredet haben wir jetzt, glaube ich, genug. Jetzt wollen wir ihn hören, meine Damen und Herren. Hier ist Remo Francello. Meine Damen und Herren, war Remo Francello. Das war absolut live.
Und das waren die schönsten Trompeterbäckchen der Welt, ne? Ja, viele große Stars haben ja mal klein angefangen, so wie Remo nämlich als Kinder. Anita und Alexandra, die waren auch gerade mal 3 Jahre alt, als sie zum ersten Mal auf der Bühne gestanden haben. Und inzwischen sind diese beiden Schwestern schon längst in den internationalen Charts. Heute Abend erinnern Sie hier bei uns in der Sendung an unser Hochzeitsfest im Sommer. Hier sind die Geschwister Hofmann. Meine Damen und Herren, das Hochzeitsfest in Österreich leider nicht sehen. Das ist sehr schade. Aber beschweren dürfen Sie sich bei uns da nicht. Müssen Ihre Beschwerden direkt an den ORF richten, ne? An die Damen und Herren dort. Wir sind völlig unschuldig. Also wir mussten leider alleine feiern. Die Hochzeit von Alexandra, sie hat ihren Dietmar geheiratet. Und jetzt als allererstes, wir haben uns seitdem nicht mehr gesehen, ne? Die wichtige Frage an die junge Ehefrau. Alles noch in Ordnung? Ja, nach 3 Monaten Ehe bin ich immer noch glücklich. Es gibt ja Leute, die halten es gerade mal 4 Wochen aus, ne? Unbedingt. Gab es schon erst einen Ehekrach? Naja, einen Krach nicht wirklich, aber ich war sehr traurig, weil er jetzt den Ehering nicht mehr trägt. Wieso das nicht? Er hat gesagt, er kann es beim Arbeiten nicht brauchen, in der rechten Hand. Das klingt nach Ausrede. Ja. Nein, also ich würde sagen, das hat sie nicht nötig. Die ist ja gewohnt, rumzukommandieren. Also. Sag
ihm einfach, er soll vor der Haustür den Ehering wieder anstecken, ne? Ich werde es ihm beibringen. Du, kleinen Test habe ich aber noch. Du hast vorhin gesagt, 3 Monate seid ihr jetzt verheiratet. Weißt du genau, wie lange ihr jetzt verheiratet seid? Ganz genau. Na, ganz genau nicht. Ich weiß halt, dass am 27. 3 Monate waren. Ja. Und er hat nicht dran gedacht. Pass auf. Ich gebe ihm jetzt eine Chance. Wenn ihr beide euch jetzt bis Mitternacht nicht scheiden lassen wollt, ne, dann beginnt in circa 3 Stunden euer 100. Ehetag. Oh. Ja, haben wir ausgerechnet. Na, da bin ich mal gespannt, ob er dran Und wenn geht, er das jetzt hört, dann könnt ihr doch dran denken. Dietmar, mach keinen Quatsch. Ja? So, gut. Also, weil wir vor 99 Tagen also so eine schöne Hochzeit mit euch feiern durften, also wir alle Mann waren ja mit, ne? Da möchten wir uns bedanken nochmal. Und zwar mit einem Wunsch, den wir euch erfüllen wollen, von dem wir wissen, dass ihr den schon sehr, sehr lange hegt. Die beiden, meine Damen und Herren, möchten nämlich schon seit vielen Jahren unbedingt mal mit einem ganz berühmten Show-Schwesternpaar zusammen auf der Bühne stehen. Diese beiden wiederum, die sind schon mit Weltstars zusammen aufgetreten. Also mit Frank Sinatra, mit Dean Martin, Bing Crosby, Sammy Davis Jr. Heute Abend treten die mit euch zusammen auf. Und jetzt ist es soweit. Meine Damen und Herren, Alice und Ellen Kessler. Hallo, guten Abend. Wir sind wirklich froh, dass euer Traum nun wahr wird, aus uns ein Doppelpaar wird, die Kessler-Hoffmann-Show. Wir machen alles, auch ihr macht alles, damit es allen gefällt. Wir tanzen und wir singen, und was wir sonst noch bringen, seht ihr sowieso in der Vier-Schwestern-Show. Genau, ja. Alexandra. Das freut mich. Hallo. Haben Sie sich noch nie gesehen? Bis zum ersten Mal. Ja, richtig. Ja. Genau, stellt euch hier drüben hin. Zum allerersten Mal. Und das ist Absicht und das ist auch schön so. Komm, wir zeigen uns die. Die beiden haben die Alice und Ellen Kessler noch nie so gesehen. Nur wie Sie, meine Damen und Herren, im Fernsehen. So, auf Anhieb. Wer ist Alice, wer ist Ellen? Fang du an. Ich würde sagen, die äußere ist Alice. Nee, ich bin die Ellen. Ja, es ist unglaublich, es geht mir auch jedes Mal so. Ich finde ja, die beiden sehen sich nicht, jetzt wenn man, also ich sehe schon Unterschiede, in klar. Ja, aber ja. Ich weiß nicht, welcher Unterschied gehört zu wem. Das kriege ich auch nie geregelt. Ach so, das ist bei das ist den Problem, beiden ja. Einfacher. Ja, ja. Sehr viel einfacher. Ja, in der Haarfarbe schon. Genau. Ja. So. Man verwechselt auch die Namen, nicht mal so. Ja, aber Sie sind das ja gewohnt. Ja, Sie nehmen das keinem mehr krumm. Ja. Ja. So, also jetzt kommt der große Moment. Wir hatten ja gesagt, noch nie gesehen, meinen wir ganz im Ernst. Sie haben beide Paare getrennt voneinander geprobt, getrennt voneinander hart trainiert mit Doubles. Das hat es, glaube ich, so noch nie gegeben. Nein, als Vorbereitung für einen gemeinsamen Auftritt. Jetzt sind wir sowas von gespannt. Und wir müssen so sehr die Daumen drücken. Sie, meine Damen und Herren, auch den beiden hier, denen schlägt das Herz am Halse. Ich höre das bisher her. Ja, schon mehr fast in der Hose. Also ich muss dazu sagen, da wir ja als Perfektionisten bekannt sind und alles immer sehr viel probieren und das eben nicht zusammen probiert haben, bin ich auch eigentlich recht nervös heute Abend. Also die beiden auch, die haben gesagt, oh, was ihr mit uns macht hier. Aber wir finden es erstmal toll, dass beide Show-Schwesternpaare das mitmachen. Und jetzt freuen wir uns drauf. Also, wir erleben jetzt Alice und Ellen Kessler. Wir erleben Anita und Alexandra Hoffmann, die Kessler-Zwillinge und die Geschwister Hoffmann. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß. Ja, wir tanzen singend durch die Welt, stets gemeinsam im Verein. Denn ein Zwilling, das sei festgestellt,
so wie wir, kommt nie allein. Meine Herren, Sie sehen gern mal zwei hübsche Beine hier im Duett, was sehr nett. Jedoch sieht man bei uns vier, der Effekt zwar bezweckt, den wird man sofort verstehen. Bei uns kann jedermann nüchtern alles doppelt sehen. Ja, wir tanzen singend durch die Welt, stets gemeinsam im Verein. Denn ein Zwilling, das sei festgestellt, so wie wir, kommt nie allein. Meine Herren, man hat gern, wenn hier eine Dame singt. Hören Sie mal, wie im Saal dieses Lied im Duo klingt. Nicht als Gag, nein, der Zweck, er beweist zu jeder Zeit ganz genau, dass die Show doch viel schöner ist zu zweit. Ja, durch die Welt, stets gemeinsam im Verein. Denn ein Zwilling, das sei festgestellt, so wie wir, kommt nie allein. Meine Herren, wir sind gern heute vergnügt für Sie dabei. Hier zu viert ist doch klar, heute Abend sorgenfrei. Wenn der Tanz und die Schau ist für uns dann später aus, ja, dann kommt und das prompt hier ein vierfacher Applaus. Ja, wir singen, tanzen durch die Welt, stets gemeinsam im Verein. Denn wir Schwestern, das sei festgestellt, so wie wir. Im Quartett. Alice und Ellen Kessler und Anita und Alexandra Hofmann. So, und weil das mit den Showschwestern so viel Spaß macht, haben wir noch zwei im Publikum. Schauen Sie mal, das sind Dina und Sonja Knoll. Hallo. Erinnern Sie sich an die beiden? Wir haben ja einige Jahre lang dafür gesorgt, dass das deutsche Fernsehballett auch ein österreichisches Fernsehballett war. Gucken Sie mal. Das Heimweh, das war allerdings nach einem Sommer so groß, dass Sie zurückgegangen sind nach Kärnten und dort haben Sie eine Tanz- und Ballettschule in Klagenfurt und in Velden am Wörthersee übernommen. Ihr beiden, vermisst ihr das Fernsehballett wenigstens ab und zu? Ja, natürlich vermissen wir es sogar sehr, aber wir haben uns auf neue Wege begeben und beginnen in Velden ein neues Leben mit einer Ballettschule eben. Wir wünschen euch dafür ganz, ganz viel Erfolg. Das haben wir schon ganz oft gesagt, aber heute können wir es nochmal persönlich machen. Aber das Fernsehballett haben wir natürlich mitgebracht.
auch ein bisschen für euch. Alle sind sie da und ihr werdet sie jetzt noch mal erleben. Sie tanzen gemeinsam mit unserem berühmten, nicht der einzige Gast, den wir heute aus Italien hier bei uns begrüßen können. Wir haben noch 7 Stars Made in Italy eingeladen. Aber im Gegensatz zu Albano kommen sie nicht aus dem Süden Italiens, sondern aus dem Norden Italiens. Und der Norden Italiens ist ja bekanntermaßen der Süden Tirols. Aus dem Süden, nee, aus Südtirol begrüßen wir die erfolgreichste Volksmusikband aller Zeiten. Hier sind die Kastelruther Spatzen. Du hast ja gesagt und an diesem Tag hätte ich dir gern den Himmel geschenkt. Doch alle Wünsche der Welt werden von oben gelenkt. Es gab Freud und Leid, in der langen Zeit habe ich manchmal die Rosen versäumt. Doch wenn's was Ewiges gibt, dann ist die Liebe zu dir. Ich hab mein Jawort nie bereut, bis in die Ewigkeit. Ich würde es wieder tun, ja immer wieder tun. Ich würde den gleichen Weg noch einmal mit dir gehen. Es ist so schön, als wär's das allererste Mal, wenn ich dich in meine Arme nehm. Und die Stimme meines Herzens sagt mir, ohne dich wär mein Leben so leer. Die Zeit nur blieb, dann gehen meine Gedanken zurück. Seh diesen Sommer vor mir, Augen, die strahlten vor Glück. Und wieder steht die Erde still, nur weil es unsere Liebe will. Ich würde es wieder tun, ja immer wieder tun. Ich würde den gleichen Weg noch einmal mit dir gehen. Es ist so schön, als wär's das allererste Mal, wenn ich dich in meine Arme nehm. Und die Stimme meines Herzens sagt mir, ohne dich wär mein Leben so leer. Ich würde es wieder tun, ja immer wieder tun, von Jahr zu Jahr lieb ich dich immer mehr. Würde es immer wieder tun, ich würde es auch immer wieder tun, ich würde immer wieder die Kastelruther Spatzen einladen, weil ihre Begeisterung für die Kastelruther, die bricht wirklich sämtliche Rekorde. Und wir haben es uns nochmal von Experten bestätigen lassen. Es gibt keine andere Band in Deutschland, die in so kurzer Zeit so viele Exemplare von einer neuen CD verkauft hat, wie die Kastelruther Spatzen. Und deshalb können wir heute Abend zweimal gratulieren. Zum einen zu diesem Deutschlandrekord und zum anderen zur Goldverleihung für das Album Jedes Abendrot ist ein Gebet. Jedes Abendrot ist ein Gebet. Und
Meine Damen und Herren, heben Sie sich den Applaus noch ein bisschen auf, denn die Kastelruther haben ja genauso viele Fans hier in Österreich, wie wir wissen, und auch die Plattenläden hier aus Österreich haben sensationelle Verkaufszahlen gemeldet und deswegen gibt es jetzt auch noch Gold aus Österreich. Herzlichen Glückwunsch. Siehst du, du kannst die ganze Band jetzt einspannen. Ne? Pass mal auf, geht noch weiter. Jetzt müssen wir mal in die Schweiz fragen. Francine, da liegen ja die meisten Goldreserven bei den Banken da und in den Tresoren. Ne? Rückt ihr auch noch was raus? Ja. Liebe Carmen, wir sind ja absolut nicht knausrig. Und natürlich haben die Schweizer ganz, ganz viele Tonträger von euch eingekauft. Und ich bin ganz stolz, dir das jetzt zu überreichen. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Ich will küssen. Gratuliere. Ja, Mensch. Hast du noch Worte? Was sagst du dazu? Ja, eigentlich ist das ziemlich überraschend. Wir haben davon gehört, dass es wahrscheinlich eine Goldene gibt, aber dass es jetzt gleich drei werden, ist doch ein bisschen viel auf einmal. Aber ich möchte mich wirklich bei all denjenigen bedanken, die dazu beigetragen haben. Das sind mal, ich meine, in der heutigen Zeit ist es sicher nicht mehr so einfach, da ohne weiteres oder in so kurzer Zeit Gold zu machen. Und für uns immer wieder eine Bestätigung und ein Zeichen dafür, dass man nicht ganz auf dem falschen Weg sind, dass wir mit unserer Musik, mit unseren Liedern vielen Leuten viel Freude bringen können. Das ist ja Sinn und Zweck der ganzen Sache. Und ich möchte mich da wirklich bei dem ganzen Team, das immer schon jahrelang hinter uns steht und gestanden ist, und den, besonders den Fans, die dazu beigetragen haben, dass es so weit gekommen ist, recht herzlich bedanken. Dankeschön. Und wie gut, dass man Freunde hat, die gleich den Rest dann tragen können, ne? Okay. Danke, das ist sowieso das Wichtigste. Jetzt gibt es noch eine Überraschung für alle Kastelruther Spatzenfans und für alle Fans von unserer Show. Die Herren hier, die haben im nächsten Jahr eine richtig große Feier. Ja, die haben ein Jubiläum. 25 Jahre gibt es dann die Spatzen und das wollen wir feiern. Da haben wir gesagt, wir feiern alle. Ne? Wir lassen die nicht alleine feiern, wir feiern mit. Und am 20. April 2002 gibt es ein ganz besonderes Jubiläumsfest, meine Damen und Herren. Da haben wir schon viele Stars eingeladen, wir bereiten jede Menge Überraschungen vor und Sie sollten sich diesen Festtag jetzt schon mal gut merken und Sie können sich drauf freuen. Im Herbstfest 2001 zum ersten Mal bei uns auf und wer weiß, vielleicht ist er ja auch irgendwann einer Ihrer Lieblingsstars. Der wird Sie nämlich jetzt überraschen und deswegen sollten Sie nicht nur ganz genau zuhören, sondern vor allen Dingen auch genau zusehen. In a rich man's world, there's a big disease to think about money and how to increase. In a rich man's world, no time to sleep, 'cause an ego's broke, he falls deeper than deep, yeah. Push me up, just take it easy and get into the flow.
Das, meine Damen und Herren, war Alexander Lien. Sie haben gesehen, dieser Mann kann zaubern. Ich bin völlig fasziniert. Wie haben Sie zaubern gelernt? Wie habe ich zaubern gelernt? Ich glaube, jeder lernt im Leben anders zaubern, wenn er Zauberer oder ja. Sänger und Zauberer werden will. Bei mir war das manchmal wohl... lernt nur Schwindeln. Zaubern ist eine Form von Schwindeln, aber eine schöne Form. Ich habe wohl mich durch sämtliche Zauberkästen gekämpft, die mir meine Eltern und meine Verwandten damals geschenkt haben. Habe viele Bücher gelesen und was ganz wichtig ist, ich habe mir ein großes Teil Kind in mir erhalten. Und ich glaube, ja, so habe ich zaubern gelernt. Ach, wenn Sie so reden, würde ich auch gerne zaubern können. Können Sie mir helfen? Mit Sicherheit. Ja? So wollen wir mal einen kleinen Test machen, ob die Finger fertig sind? Ja, wenn es mir wehtut? Nö, normalerweise nicht. Gut. Probieren wir es mal, ja? Legen wir mal beide Hände auf den Tisch und das Mikrofon ablegen. Ja. Genau. So, mit dem Finger nach links. Ja. Sind Sie Rechts- oder Linkshänderin? Rechts. Ja? Dann können wir diese Hand schon mal wegtun. Wir machen es dann nur mit rechts, okay? Hm. So, Sie machen mir das einfach mal nach. Einfach die Hand ein bisschen nach hinten drehen. Den Arm schön gestreckt halten. Bisschen mehr noch. Tut's weh? Ja. Okay, schauen Sie mal bei mir. Achtung. Bisschen mehr noch. Ein bisschen mehr noch. Oh, nee. Oh. Ich sag ja, ich habe jahrelang geübt. Das ist eine ganz normale Hand. Ich kann Ihnen ein bisschen Starthilfe geben. Ich habe meine neue CD dabei. Die möchte ich Ihnen geben. Weil zum Zaubern gehört die richtige Musik und damit geht es vielleicht besser. Gut, okay? Klasse, dann kann ich vielleicht doch noch zaubern. Aber ich kann zaubern, ein bisschen. Ich zaubere einen tollen Star hier jetzt auf die Bühne. Soll ich? Bitte. Vicky Leandros. Ich heute von dir geh. Weine nicht, wenn der Abschied kommt, denn Tränen tun so weh. Goodbye, my love. Bis wir uns einmal wiedersehen. Goodbye, my love, goodbye. Goodbye, auf Wiedersehen. Die Zeit im Sommer, Sonnenschein. Wenn Sie ihn sehen, fällt Ihnen bestimmt unsere Wette wieder ein, ne?
Meine Damen und Herren, ich habe noch mal über unseren Wetteinsatz nachgedacht. Über meinen. Ich hatte ja gewettet, dass hier die Österreicher es nicht schaffen, dass sie 100 Leute hierher in unsere Halle in Dornbirn schicken mit dem eigenen Musikinstrument und dann zusammen das Kufsteinlied spielen. Jetzt hatte mir Hansi hinter der Bühne, Sie haben das Gott sei Dank nicht gehört, was ganz Gemeines vorgeschlagen. Wollen wir nicht noch mal drüber reden? Na, das ist nicht gemein. Das ist überhaupt nicht gemein. Was soll ich deiner Meinung nach machen, wenn ich diese Wette verliere? Es war nur ein kleiner Vorschlag von mir, weil ich weiß und ich glaube, ich weiß nicht, die Zuschauer wissen es glaube ich nicht, aber ich weiß, dass du gerne Skifahren lernen würdest. Ich weiß es, aber du kannst es noch nicht. Und deshalb habe ich mir gedacht, wenn du die Wette verlierst, könnte ich dir eventuell ein bisschen helfen. Und ich würde dich gerne auf der Streif in Kitzbühel an meinen Rücken, fahren wir die erste Schwung runter. Ist ja kein Problem, oder? Carmen, hallo. Du brauchst dich nur da hinten draufsetzen und dann fahren wir mit dir runter. Und dann lernst du alles kennen. Ja, ganz langsam zum Mitschreiben. Also erstens, ich kann nicht Skifahren. Ja, eben. Noch nie gemacht. Schlitten wären angeboten. Nein, nichts. Also ich kann das nicht. So, und jetzt soll ich mit dir die Streif runter? Ja, wenn du schon so eine Wette magst. Apropos, wir fahren dir dann noch zum Wetten das, dann kannst du dir dann wieder was einfallen lassen. Also. Na, mit dir. Na, ja. Oder so, Leidl, ist doch eine gute Idee, oder? Ja, nächstes. Liebe Zuschauer zu Hause, ich glaube, die Carmen ist so eine schneidige Stierste, dass da überhaupt kein Problem ist. Also Carmen. Ich hätte aber keine eigenen Ski, sondern nein, das sind deine. Und ich bei dir, wie, wo? Huckepack? Sicherlich, du kannst da so wie Fallschirmspringen, so im Doppelpack, so mit so einem, ja, wenn du da so an einem dranhängst. Ja, ich hab die nicht vorne, sondern ich hab die hinten. Und das ist kein Problem, wirklich. Also da kann da nichts passieren. Wir und fahren was ganz gemütlich. Wir für eine Piste runter? Schwarz, rot oder? Ja, wenn ich komme ja von Kitzbühel und denke mir, fahren wir beim Hanekam-Rennen vor den Rennen. Fahren wir die Streif runter. Meine Damen und Herren, mit der Saalwette, kommen Sie nicht, weil dann gewinne ich. Dann muss ich das nicht machen. Wenn Sie allerdings sehen schon wollen, dass wir beide das machen, dann kommen Sie halt. Carmen, das ist kein Problem, das machen wir. Also du gestattest, dass ich noch mal 2 Sekunden drüber nachdenke. Wir einigen uns auf jeden Fall auf Wintersport, weil kann ich mich ja ein bisschen auf dich verlassen. Vielleicht kann ich ihn ja noch zum Schlittenfahren überreden. Mal sehen. Gut, also meine Damen und Herren, Vicky Leandros hat in der Zwischenzeit auch eine sportliche Höchstleistung vollbracht. Sie hat einen blitzschnellen Umzug absolviert und jetzt steht sie schon wieder auf der Bühne, um gemeinsam mit den Damen und Herren vom Deutschen Fernsehballett unter anderem zu tanzen. Höher, fühl ich dich immer näher.
deutsche Fernsehballett des NDR und Vicky Leandros. Der Solist war André Höhn. Ein schönes Paar. Ja, Vicky, kommen Sie zu mir. Ich brauche Sie jetzt mal noch mal einen Moment. Wir wollen nicht vergessen zu sagen, war ein schöner neuer Titel vom neuen Album. Ja, hat uns Titel. Gut gefallen. Schade, dass man auf dem Album das Tanzen nicht hört. Okay. So, ich brauche Sie jetzt mal als adlige Fachfrau. Vicky Leandros kennen wir ja alle als Sängerin, aber Sie wissen bestimmt auch, sie ist ja adlige Freifrau von Ruffin. Wir haben seit einiger Zeit eine gemeinsame Freundin, nämlich die englische Queen. Ja, ich habe unserem Publikum in unseren Festen schon ein paar Geschichten von ihr erzählt. Das heißt, eigentlich Geschichten, die wieder jemand anders erzählt hat. Nämlich zum Beispiel folgende. Ihr königlicher Gemahl oder ja, ihr Gatte, Prinz Philipp, der hat sie für eine leichte Tätigkeit im Garten empfohlen. Er hatte nämlich gesagt, wörtlich, sie wäre eine ideale Vogelscheuche. Hat er gesagt. Jetzt muss ich Ihnen schon gestehen, wir haben uns schon ein bisschen erschrocken, wir haben es unserem Publikum erzählt. Wie finden Sie sowas, wenn der sowas sagt? Naja, nach 50 Jahren Ehe muss man doch etwas sich erlauben können, so einen kleinen Witz jedenfalls. Und es ist auch der englische Humor. Ja? Ja. Die sind da so, die brechen da nicht gleich zusammen, ne? Also da. Ich glaube, nein, ich glaube, die Queen ist sicherlich auch nicht zusammengebrochen, oder? Gut, also dann können wir ganz beruhigt sein. So viel Humor muss sein, ja. Und solche Geschichten darf man auch in so einer Sendung erzählen. Ja, ich glaube, war sie nicht auch vorher schon in Zeitungen irgendwie erzählt? Ja, also es ist eine Information einfach, okay, die man weitergibt. Dann erzählen wir jetzt noch eine Geschichte. Ich habe noch eine Geschichte. Eine wunderschöne. Meine Damen und Herren, wissen Sie, was die Queen am liebsten macht? Die badet gerne. Aber sie badet nicht allein. Sie badet mit einer kleinen gelben Plastikente. Das stimmt wirklich. Schauen Sie mal. Auch das haben wir als Information aus der Zeitung, ne? Da steht's, Queen badet mit Plastikente, aber nun können Sie sich ja vorstellen, das ist nicht irgendeine gewöhnliche bürgerliche Ente. Nein, man konnte nachlesen, die trägt ein kleines aufblasbares Krönchen, nicht geschwindelt. Das war schon immer ein bisschen teurer, ne? So, von diesen Geschichten und Gerüchten gehen wir einfach weg, machen wir wieder seriös weiter in dieser Show. Und zwar mit einer Sopranistin aus Innsbruck, die hatte bereits mit 19 sensationelles Debüt als Königin der Nacht in Mozarts Zauberflöte an der Wiener Staatsoper. Hat mit wirklich großen Namen der Opernszene zusammengesungen mit Placido Domingo oder José Carreras. Ganz klasse. Und sie hat in großen Konzertsälen, in schönen Opernhäusern dieser Welt gesungen. Heute Abend singt sie hier bei uns. Für Sie, meine Damen und Herren, in Dornbirn und für Sie zu Hause. Hier ist Eva Lind. Thank you.
bedanken uns bei Eva Lind für ihren Besuch hier bei uns. Und jetzt freuen wir uns auf den zurzeit erfolgreichsten deutschsprachigen Sänger, meine Damen und Herren. Kein anderer verkauft zurzeit so viele CDs wie er. Kein anderer begeistert bei seinen Tourneen so viele Fans wie er. Und kein anderer trägt so viele Freundschaftsbänder am Arm wie er. Und wir haben uns gesagt, wenn wir unser erstes Fest in Österreich feiern, dann bringen wir sie mit. Die absolute Nummer 1 aus Deutschland. Live beim Herbstfest in Dornbirn. Guten Abend, Wolfgang Petri. Ich kann dein Herz an meinem spüren. Kann dich im Dunkeln atmen hören, hab mein Gesicht in deinem Haar, meine Hände hier und da. Es ging so schnell, ich hab's kaum gerafft, wir haben's kaum ins Bett geschafft. Ist alles wie von selbst passiert und jetzt liegst du neben mir. Und du fragst, ob ich noch da bin, wenn du wach wirst nach der Nacht. Und ich sage, hey, schlaf ein, was hast denn du gedacht? Ich will mehr, immer mehr, ich geb dich niemals wieder her. Ich will mehr, denn ich brauch dich viel zu sehr. Ich will mehr, immer mehr, ich geb dich niemals wieder her. Ich will mehr, immer mehr. Ich war noch nie so aufgewühlt, hab mich noch nie so gut gefühlt. In meinem Kopf marschiert ne Band und ein Freudenfeuer brennt. Du hast recht, ich kannte vor dir schon so zwei, drei süße Frauen. Aber keine hat mich so dermaßen umgehauen. Ich will mehr, immer mehr, ich geb dich niemals wieder her. Ich will mehr, denn ich brauch dich viel zu sehr. Ich will mehr, immer mehr, ich geb dich niemals wieder her. Ich will mehr, immer mehr von dir, viel mehr. Schon so zwei, drei süße Frauen, aber keine hat mich so dermaßen umgehauen. Ich will mehr, immer mehr, ich geb dich niemals wieder her. Ich will mehr, denn ich brauch dich viel zu sehr. Ich will mehr, immer mehr, ich geb dich niemals wieder her. Und ich freue mich auch hier zu sein. Schön, ne? Gute Stimmung hier, oder? Kann man nicht anders sagen. Ich bin wirklich hier freudig überrascht. Tolles Ambiente hier. Genau, recht hat der Mann. Jetzt will ich dir mal sagen, was hast du gerade gesungen? Du hast gerade gesungen, ich will mehr. Ja. Wir auch. Wir schon lange. Publikum hat immer recht, ne? Ja. Darfst du mir was wünschen? Ich fang mal an und dann sage ich dir, ob das geht. Ah ja, am liebsten alle, ne? Alle? Würde Stunden dauern. Okay, dann viele.
Machen wir viele. Viele. Wir einigen uns auf viele und dann kommen wir alle klar miteinander. Wolfgang Fedle und seine Band. Gut. Meine Damen und Herren, Wolfgang Petri ist also auch in Österreich ein Superstar. Das haben wir gerade gesehen. Jetzt werden wir sehen, wie musikalisch sind denn nun die Österreicher? Hm? Sie wissen, meine Saalwette lautete so, dass ich gesagt habe, wenn jetzt, oder ich wette, dass nicht 100 oder mehr Österreicher jetzt hierher auf diese Bühne kommen mit dem eigenen Instrument unterm Arm und dann hier das Kufsteinlied spielen. Wenn es denn so ist, dass 100 kommen oder mehr, dann habe ich die Wette verloren und dann muss ich, wie Sie gerade gehört haben, mit Hansi Hinterseer im Huckepack irgendwo in Kitzbühel, hoffentlich keine schwarze Piste, auf Skiern fahren, was ich eigentlich gar nicht kann. So, jetzt bin ich natürlich, wie Sie sich vorstellen können, sehr, sehr gespannt. Also dann schaue ich mal und bitte mal um den Einmarsch der österreichischen Musiker. Applaus
Oje, oje. Nee. Langsam mit der Angst. Das sieht ganz schön viel aus. Sieht sehr, so, wie viel sind es jetzt genau, ich sie alle zähle? Es sind 57. Es sind nur 57. So, meine Damen und Herren, ich habe eine Wette gewonnen. Aber ich finde das ganz toll. Ich finde, Sie sehen aus wie 97. Wirklich wahr. Ich danke Ihnen, dass Sie nur 57 sind. Klasse, ja? Da, oh ne, das können wir nicht machen. Okay, gut. Also dann möchten wir jetzt gerne hören, ob Sie auch wirklich das Kufstein-Lied spielen können. Also Sie waren ganz im Ernst das schönste Orchester, was jemals so fast für mich allein hier in unseren Festen gespielt hat. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, das war super, das war klasse. Danke, dass Sie gekommen sind. Meine Damen und Herren, wir verabschieden uns für heute. Das war unser Herbstfest. Wir sehen uns wieder am 25. Dezember, also am ersten Weihnachtsfeiertag um 20.15 Uhr in der ARD. Wir feiern unser Weihnachtsfest wie immer mit vielen Stars und mit vielen, vielen Überraschungen. So, und aus Österreich verabschiede ich mich heute österreichisch und sage Servus.